Herzlich willkommen, guten Abend hier im Sonntagsclub in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir eröffnen unser etwas verspäteten Kultursommer mit einer gleich geballten Ladung Kunst und Kultur. Wir haben eine Lesung und wir haben Videoausschnitte von einer Inszenierung, also das ganze Programm. Wir haben das passende Wetter dazu. Wir haben, genau, und zwar geht es um die Vorstellung von Valeska Rions Buch Wie auf Sand. Erstmal freue ich mich, dass du gekommen bist und dass du sozusagen dein Team mitgebracht hast. Hallo. Kurz noch zur Erläuterung. Wir zeichnen das Bühnengeschehen auf, ausschließlich das Bühnengeschehen. Und es wäre halt cool, wenn halt alle hier im Raum Anwesenden so ein klein wenig auf die Akustik achten könnten, also so ein Knistern und solche Dinge. Ja, okay. So, dann würde ich jetzt sagen, gar keine längere Vorrede. Möchte ich euch kurz vorstellen, machen wir das so. Am besten die Autoren selbst. Das Kabel lang genug. Ja, hallo. Erstmal danke an den Sonntagsclub für die Einladung. Ist ja zu Corona-Zeiten gar nicht selbstverständlich, dass Lesungen stattfinden. Alle anderen sind abgesagt worden. Und ganz großes Kino ist, dass ganz viele Leute hier sind, die direkt mit dem Buch zu tun haben. Das ist die Carmen. Im Buch gibt es ein Kinderbuch, das heißt Charlotte innen drin. Kommt um deine Schwester übrigens ins Spiel, weil es geht um die Therapie mit dem inneren Kind. Deswegen will ich die Carmen mit deiner Schwester irgendwie zusammenkoppeln, denn wir wollen ein richtiges Kinderbuch rausziehen. Ja, bei den Co-Lesern freue ich mich ganz besonders, die Marie Merz zu haben. Die hat es nämlich lektoriert. Wir haben uns auch als Lektorin kennengelernt bei einem Verlag, den wir jetzt hier namentlich nicht nennen wollen. Nein. Und es war ganz witzig, wir haben uns das erste Mal auf der Leipziger Buchmesse gesehen und kannten uns also gar nicht und jetzt nur so von den Facebook-Bildern. Und sie kam auf mich zu und sagte in ihrer Liebreizung: Ah, ja, also zwischen deinen Fotos und der Wirklichkeit, da lieben wir auch Welten, ne? Und ich so, schluck und ich, nur solange es keinen ganzen Universen sind, geht's ja noch. Also war so lieber auf den ersten Blick. Völlig unterschiedlich, aber am Ende des Tages haben wir dann doch dasselbe Ziel und das ist Weltherrschaft, ne? Ja, mindestens. Ja, ja. Sehr. Ja, dann. Ich immer dahinter. Ja. Ja. Dann habe ich den Michael Kress, der hat, war einer meiner ersten Lektoratskunden, also ich bin aber beruflich Lektorin. Er hat einen wunderschönen Historienroman geschrieben, war glaube ich mein zweites Buch, das ich lektoriert habe für dich. Und der Michael macht jedes Jahr eine Städtereise und er war so lieb und er kommt aus Stuttgart und hat extra seine diesjährige Städtereise nach Berlin verlegt. Dankeschön nochmal dafür. Also, guck mal, ich war aus Nürnberg, ich bin aber in Stuttgart aufgewachsen. Ja, ach, ich bin geboren und war jetzt in Stuttgart. Und bin ja. Ausnahmsweise bei Stuttgart. So oder so weit weg. Ja, weit weg. Aber Stuttgart und Berlin 6 Stunden, Nürnberg, Berlin 3 Stunden. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Dafür ist halt bis 3 Stunden. Ja. Stuttgart nach Prenzlauer Berg, das kommt ja so ziemlich selten vor, ne? Ja, Leute, die finden wahrscheinlich. Ja, richtig. Ich lebe ja auch in Berlin, der historische Roman spielt ja auch in Berlin. Ja, und ich vergegen was in der Vergangenheit. Ja, und dann ich ist bin ganz. Berliner. Ich bin Berliner. Ja, und dann ist ganz kurzfristig der Nikolai Tegeler eingesprungen. Wir haben uns vor ungefähr 2 Jahren auf Instagram das erste Mal gesehen. Nikolai hat das Theaterstück Jedermann nach Potsdam geholt. Ich finde es ja auch ganz grandios. Spielt in der Nikolaikirche, ich wusste gar nicht, dass du eine eigene Kirche hast. Das hat mir so gut gefallen. So muss das sein. Ja. Und dann, wir kannten uns jetzt nur so ganz los, haben mal hin und her geliked und jetzt wird das auch noch ein bisschen enger. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du Lust zu lesen? Er hat auch sofort Ja gesagt. Aber wie gesagt, wir haben es nicht geprobt. Ich habe die einzelnen Rollen schön farbig markiert. Also eigentlich dürfte nichts passieren, aber es bleibt spannend.
Ja, wie auf Sand. Sehr persönliches Buch, wo ich sehr viel Autobiografisches von mir reingepackt habe. Ja, wer mich privat kennt, der hat auch sehr, sehr derbe geschluckt. Einige gesagt, das ist auch noch alles passiert. Ja, das ist passiert. Aber ein Buch, wo ich, du fasst es auch, sagst es, das ist ein, wie hast du gesagt, ein echtes Stück Real, oder irgendwie so hast du gesagt. Ne? Angst ist, ja. Trifft auf jeden Fall die Sache auf den Kern. Im Kern, ja. Und es war noch nicht erschienen, das Buch. Da hatte ich eine Lesung aus dem vorherigen Buch in der Schauspielschule Salomon in Düsseldorf. Und die kam Salomon und sagte, ja, was machst du denn jetzt so als nächstes? Und sage ich, ja, wie auf Sand. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Und ich sah schon das Leuchten in ihren Augen. Und am nächsten Morgen ging das Telefon und sagte, du, würdest du dich eigentlich freuen, wenn ich dir das zum Theaterstück umschreibe? Und ich freue mich gar keinen Ausdruck. Ja. Und dann haben wir das muss ich überlegen, das war im Oktober letzten Jahres, genau, haben wir das geprobt. Und dann waren wir zum Glück so geistesgegenwärtig und haben einige Szenen aufgenommen, weil Corona hat uns das Theaterstück natürlich total verhagelt. Also es ist nur so aufgeführt worden. Aber zwei Stücke aus dem Theaterstück werden auch heute hier als Filmeinspieler kommen. Und zwar sind das die Rückblicke, also einmal, was im Buch der Prolog ist, das sehen wir jetzt als erstes. Das ist ein kurzer Filmeinspieler, dann lesen wir und nach der Lesung kommt das, was im Buch der komplette Rückblick ist, als Film, der dauert ungefähr 10 Minuten, aber die eigentliche Auflösung, also es ist ja ein Krimi, die eigentliche Krimi-Auflösung wird natürlich nicht verraten, weil sonst wäre keiner mehr zu lesen. Ne? Ja. Das ist übrigens gerade eingefallen. Wir haben die Geschichte dazu, wir haben überlegt, was das für ein Genre ist. Ja, das war's, genau. Ob es ein Thriller ist, ob es ein Krimi ist, ob es einfach ein Roman ist oder einfach nur Buch. Ich bin ja mal dafür, die Bücher einfach Buch zu nennen. Und da habe ich dann gesagt, das ist irgendwie von jedem etwas, aber auf jeden Fall ist es eine originale Valeska Rayon. Genau. Ne? Ja. Und das ist es. Ja. Oder ist es. Ja, ja, also Marion ist eine sehr strenge Lektorin, so typischer Marion-Kommentar am rechten Rand. Ich habe das hier jetzt mal rausgelöscht, macht da einen Punkt und bam. So, und ich so, okay, dann habe ich es aber durchgelesen, sagst du, naja. Also ich neige immer dazu, so, sie stieg aus dem Auto, sie wird da einen Punkt machen und bei mir ist dann noch der Himmel und die Bäume und die Blätter rauschen, weil Herbst ist und so und Marion streicht das alles weg und macht einen Punkt. Und, aber es hat dem Buch auch wirklich ganz, ganz gut getan und ist auch sehr gut gelaufen. Es ist im Dezember erschienen und ist dann im Januar schon in die zweite Auflage gegangen, was auch ein Teil Marions Verdienst ist. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Was wollt ihr von mir? Oh Schatz, machen wir mal da weiter, wo wir kürzlich aufgehört haben. Lass mich! Geht runter! Lass mich! Geht runter von mir! Hörst du? Große Jungs weinen nicht. Was hast du nun davon, dass du mich nicht wolltest? Du mieser Kleiner. Am liebsten hätte er sich auf der Stelle in Luft aufgelöst. Zu unerträglich war der Schmerz. Danach kam nichts mehr. Nur noch die absolute Dunkelheit. Wir sind heute hier versammelt, um von unserem geliebten Bruder Andreas Abschied zu nehmen. Ein Mensch, der uns immer in Erinnerung bleiben wird. Wir sind heute hier versammelt, um von unserem geliebten Bruder Andreas Abschied zu nehmen. Ein verdientes Mitglied unserer Gemeinde und ein Mensch,
der immer in Erinnerung, der uns immer in Erinnerung bleiben wird als... Maren Richter blinzelte erneut ihre Tränen weg. Ja, in Erinnerung bleiben, das würde Andreas ihr wohl für immer. Zu fest war er darin schon seit ihrer Schulzeit verankert. Die Klassenfete im Partykeller ihrer Eltern, die alte Matratze in der Ecke, Andreas Lippen auf ihren. Das erste Mal, dass sie... Lasset uns beten. Riss die Stimme des Pfarrers sie aus ihren Gedanken und mechanisch stand sie so wie alle anderen auf. Die Vorstellung, dass der immer so lebensfrohe Andreas nun tot in diesem mit Blumen überladenen Sarg lag, ein absurder Gedanke, der es noch nicht so recht auf die rationale Ebene ihres Gehirns geschafft hatte. Auf der anderen Seite des Kirchenschiffes standen Markus und Robert, ihre Klassenkameraden. Während sie die ersten beiden fast täglich traf, da sie Nachbarn waren, hatte sie Robert seit bestimmt 5 Jahren nicht mehr gesehen. Komisch, dass erst so etwas Schreckliches passieren muss, damit man sich wieder trifft, ging es ihr durch den Kopf. Ein erbarmungsloser Wind wehte über den Friedhof, als der Sarg im Grab versank. Kommende Woche wäre Andreas 30 geworden. Viel zu jung zum Sterben, dachte Maren und merkte, wie ihr ein eiskalter Schauer den Rücken entlang lief. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht loszuschreien. Dann fiel ihr Blick auf Doro, die Witwe des Verstorbenen, und die beiden Kinder, Julian und Luca. Sie sahen bestürzt aus, doch keiner von ihnen weinte. Nicht zum ersten Mal staunte Maren, dass sie weizenblond waren, obwohl Doro wie auch Andreas dunkle Haare hatten. Alle lächelten ganz merkwürdig, gerade so, als wüssten sie nicht, was sie mit ihren Gesichtern tun sollten. Auf der anderen Seite des Grabes sah sie ihren ehemaligen Klassenkameraden Rob stehen, den sie fast nicht wiedererkannt hätte. Hallo Rob, schön dich zu sehen. Wir haben ja seit Ewigkeiten nichts voneinander gehört. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in Hamburg bist. Marens Freude war echt. Früher waren sie eine unzertrennliche Clique gewesen, hatten so viele gemeinsame Erinnerungen, auch die an jenen Tag als... Und das ist meine Frau Stefanie, sagte Stefan zu Robert, um dann schnell hinzuzufügen... Ja, Stefan und Stefanie, den Witz haben wir schon 1000 Mal gehört. Alle lachten und waren froh, dass die Stimmung so gelöst war. Und Rob, möchtest du uns deine Begleiterin nicht auch vorstellen? Stefan hatte sie die ganze Zeit angestarrt, wie er es schon in der Schule bei allen Mädchen getan hatte. Mit einem Blick, der eindeutig bis unter ihre Klamotten ging. Erst jetzt fiel Maren die Frau mit den kupferblonden Haaren an Roberts Seite auf. Er war immer der Außenseiter gewesen, der, den man nie zu bösen Streichen überreden konnte, der nie blau machte, dem es immer egal gewesen war, ob er nun dazugehörte oder nicht, der dann aber das beste Abitur ihres Jahrgangs hingelegt hatte. Oh, entschuldigt bitte, das ist meine Frau Lea. Freut mich, euch kennenzulernen. Ihre Stimme war angenehm, ja fast schon melodisch, und sie reichte jedem die Hand. Der schwarze Mantel betonte die Blässe ihrer Haut. Unter ihrem sorgfältig aufgetragenen Make-up konnte man den Anflug von honigfarbenen Sommersprossen erkennen. Sie war nicht im klassischen Sinne schön, aber auf den zweiten Blick offenbarte sich dem Betrachter eine Attraktivität, die durch ein inneres Strahlen betont wurde. Maren kam sie irgendwoher bekannt vor, aber ihr wollte partout nicht einfallen, wo sie sie schon einmal gesehen hatte. Als sie an sich herunterblickte, kam sie sich schäbig vor, denn auch wenn sie für eine Beerdigung angemessen gekleidet war, so trug sie so wie immer Sneakers. Sie konnte sich lediglich an 2 Gelegenheiten erinnern, wo sie hohe Absätze getragen hatte. Auf jener merkwürdigen Party damals bei Andreas und bei ihrer Hochzeit mit Frank. Dagegen sah Lea aus, als wäre sie gerade aus einem Hochglanzmagazin herausgefallen. Stefans Lachen war immer noch so dröhnend wie früher und er haute seinem Schulfreund auf die Schulter. Mensch, Rob, erst legst du das beste Abi von uns allen hin und nun schleppst du auch noch diese Wahnsinnsfrau hier an. Er nahm Leas Hand und deutete einen Handkuss an, was diese jedoch nur mit einem ruhigen Lächeln und einem Blick aus ihren grünen Augen quittierte. Ansonsten schien sie völlig unbeeindruckt. Wäre sie nicht so extrem freundlich, hätte man sie leicht für arrogant halten können. Du hast getrunken, Stefan, rügte ihn Stefanie. Sicherlich war diese Lea hübsch,
aber Stefans Reaktion fand sie dann doch etwas überzogen. Damit hatte er sie schon oft kompromittiert im Beisein anderer und in all den Jahren ihrer Ehe immer noch nicht verstanden, dass er sie damit nicht eifersüchtig machte, sondern vielmehr zum Fremdschämen brachte. Halt jetzt besser den Mund. Kommt, lass uns ein paar Schritte gehen. Markus stellte fest. Also ehrlich gesagt, ich habe Hunger. Sollten wir nicht irgendwo ein Häppchen essen gehen? In diesem Moment kam Doro, die Witwe von Andreas, an ihnen vorbei. Maren nahm sie in den Arm und flüsterte ihr etwas ins Ohr, was aber niemand sonst hören konnte. Als Maren sich zu der etwas kleineren Doro runterbeugte, flackerte kurz die Szene von der Klassenfete vor ihr auf. Es war kurz vor dem Abitur gewesen. Im Hintergrund lief I'm Not in Love von 10cc und Andreas hatte sie gefragt, ob sie nicht nur ihn, sondern auch seinen kleinen Freund lieben würde. Wie meinst du das? Hatte sie mit großen Augen entgegnet. Na, den hier, hatte er grinsend erwidert und den Reißverschluss seiner Jeans geöffnet. Und dann? Mein Gott, ich war so jung und völlig unbedarft. Geheiratet hat Andreas Jahre später dann doch Doro. Viele Jahre lang konnte sie nichts anderes für Doro empfinden als abgrundtiefen Hass, wobei sie ja absolut nichts dafür konnte, wie Maren sich immer wieder eingestehen musste. Im Studium hatte sie dann Frank kennengelernt, mit dem sie so glücklich geworden war, wie sie es mit Andreas nie geworden wäre. Zumindest hatte sie sich dies gebetsmühlenartig immer und immer wieder vorgesagt, bis es zu ihrem persönlichen Mantra geworden war. I'm not in love. Dieses Lied war seit jener Klassenfete untrennbar mit Andreas verbunden und dies direkt aus mehreren Gründen. Doch letztendlich hatte sich ihr Herz dann doch für Frank geöffnet. Sie waren ein eingespieltes Team und ihre Zwillinge Marie und Sophie gerade eingeschult worden. Maren hatte sich bei Doro untergehakt, die den Tod von Andreas, zumindest rein äußerlich, besser wegsteckte als gedacht. Direkt vor ihnen gingen Rob und Lea Hand in Hand. Ein hübsches Paar, dachte Maren und sie freute sich für ihren ehemaligen Schulkameraden. Immer wieder hatten sie zu Schulzeiten, wenn er nicht dabei gewesen war, darüber spekuliert, ob er nicht vielleicht doch schwul war. Er und Michael, das war damals schon mehr als nur ein Tuschelthema gewesen. Diese auf ihre ganz eigene Art hübsche Frau sprach jedoch gegen all die Gerüchte, die seinerzeit über ihn in Umlauf gewesen waren. Und die sehnsüchtigen Blicke, mit der Stefan Lea nach wie vor bedachte, zeigten mehr als deutlich, dass Rob ein Glückspilz war. Wenig später saßen sie alle zusammen im Herlin, dem Edelrestaurant im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. Markus ergriff als erster das Wort. Ach Doro, ich weiß, wie schwer es ist, jemanden gehen zu lassen, den man liebt. Ja, danke für deine Anteilnahme, nuschelte Doro in ihren Weißwein. Bereits vor der Beerdigung hatte sie eine Beruhigungstablette mit einem Glas Whisky genommen. Der Wein tat nun sein Übriges. Warum hat er das getan? Fügte Stefan hinzu, dessen Alkoholpegel den von Doro bereits bei weitem überschritten hatte. So viel Feigheit hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Er bemühte sich gar nicht erst darum, seiner Stimme einen mitleidigen Klang zu verleihen. Stefanie boxte ihn unter dem Tisch in die Seite. Trotzdem bekamen es alle mit. Ist schon in Ordnung, entgegnete Doro. Ich kann darüber reden, ich möchte darüber reden. 7 Paar Augen starrten sie neugierig an. Alle hielten den Atem an, als Doro die Bombe platzen ließ. Ich bin schon eine ganze Weile in Behandlung. Es lief schon lange nicht mehr gut zwischen uns. Du musst das nicht erzählen. Markus nahm Doros Hand und drückte sie. Er warf ihr einen Blick zu, der alle Anwesenden aufschauen ließ. Seit wann stehen Doro und Markus sich so nah? Fragte Maren sich. Doch, ich möchte, dass ihr es wisst, fuhr Doro fort. Also Andreas, ich meine, den Andreas, den ihr kanntet, der war nur ein Teil seiner Persönlichkeit, sozusagen der Nette. Er hatte jedoch eine dunkle Seite, die... Doro warf jedem einen durchdringenden Blick zu, um dann bei Lea zu stocken. Diese meinte leise, ich gehe gerne raus, wenn sie... Nein, nein, alles gut, bleib sitzen und bitte sag doch du zu mir. Rob legte einen Arm um seine Frau, was sie sehr zu genießen schien. Die beiden haben eine Aura, dachte Maren. Leas Blick klebte förmlich an Rob.
Sie schien sehr betroffen von dem Gespräch, dessen Zeugin sie hier gerade wurde. Na ja, fuhr Doro fort, wie das eben so ist, wenn man sich seit der Schule kennt und sich dann in andere Richtungen entwickelt hat. Hatte er jemand anderen? Marens Neugierde war wieder mal schneller als ihr Gehirn. Oh, entschuldige, das geht mich ja überhaupt gar nichts an. Iris und Stefanie wechselten einen bedeutungsvollen Blick, der Maren nicht entging. Aber als sie merkte, dass sie auf eine Mauer des Schweigens prallte, zuckte sie mit den Schultern und bestellte sich noch einen Kaffee. Nicht zum ersten Mal hatte sie den Eindruck, dass ihre Klassenkameraden sie ausschlossen. Gerade so, als hätten sie etwas vor ihr zu verbergen. Als wäre sie heutzutage die Außenseiterin, die nicht dazugehörte, so wie Doro es zu Schulzeiten gewesen war. Markus und Stefan mochten ihren Mann Frank nicht. Und Andreas hatte seinerzeit auf Marens Hochzeitsfeier eine Rede gehalten, die in seiner Offenbarung gipfelte. Du hättest etwas Besseres verdienst als dieses Weichei. Ein betretenes Schweigen wich dem zuvor noch tosenden Beifall, denn Andreas war ein begnadeter Redner und wusste, wie man Menschen in seinen Bann zieht, sie dahingehend manipuliert, dass sie ihm von Nutzen waren. Marens Gedanken wanderten zu ihrer Hochzeitsfeier zurück. Damals hatte ich verlegen an meinem Brautkleid gezupft und nicht zum ersten Mal den Eindruck, dass er es mir nie verziehen hatte, ihn auf dieser Klassenfete zurückgewiesen zu haben, vor allen anderen. Wobei, irgendwie hatte keiner etwas mitbekommen von dem, was Andreas an diesem Abend noch alles gemacht hatte. Auch ich nicht. Seit seinem Tod indes habe ich oft an diesen merkwürdigen Abend zurückgedacht. Doch so sehr ich mir auch den Kopf zermarterte, es schien, als ob die Ereignisse von damals kurz vor der Barriere meiner Erinnerung von einem Grenzposten immer wieder in die Dunkelheit des Vergessens zurückgejagt wurden. Ja, mein Frank ist ein ganz anderer Typ Mann als Andreas, aber genau deshalb liebe ich ihn ja, oder? Doros Alkoholpegel näherte sich dem Punkt, wo die Wahrheit wie von selbst über die Lippen sprudelte. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob Andreas jemand anderen hatte, aber nun ja, er war ja nur noch selten zu Hause. Irgendwann wäre er wahrscheinlich sowieso gegangen. Zumindest ist er nicht der Erste aus unserer Klasse, der von uns geht, unterbrach Stefan die eingetretene Stille. Anscheinend hatte er die Bedeutung von gegangen anders interpretiert. Sein Blick war mittlerweile glasig und er war wie so oft dort angelangt, wo alles bei ihm möglich war. Wer genau hinsah, merkte, dass seine Frau Stefanie die Luft anhielt, da sie mit dem Schlimmsten rechnete. Halt die Klappe, fuhr Markus ihn an, doch nun kam Stefan erst so richtig in Fahrt. Hey, wir wissen doch alle, was damals mit Andreas und Michael passiert ist, als... So betrunken er auch war, so funktionierte sein Gehirn doch noch so weit, dass er auf Leas fragenden Blick reagierte. Räusperte sich, um dann in ruhigerem Ton fortzufahren. Entschuldige bitte, ist mir so rausgerutscht. Er schaute nun wieder vollkommen ruhig auf die kupferblonde Frau an Robs Seite, um fortzufahren. Einer unserer Klassenkameraden hat sich kurz nach dem Abitur das Leben genommen, weil... Weil was? Markus' Stimme hatte einen schrillen Klang angenommen. Warum Michael sich umgebracht hat, wissen wir doch alle. Dieser miese kleine Pisser, zu feige, um sein armseliges Leben zu ertragen, den hätte man doch... Stefan, bitte! Wies Doro ihn streng zurecht. Die Stimmung schien gerade umzukippen, als Lea aufstand und leise meinte, entschuldigt mich bitte, ich muss mal wohin. Als sie gegangen war, meldete sich das erste Mal Rob zu Wort. Na großartig, dass sie es so erfahren musste. Was können wir dafür, wenn du deiner Frau deine Vergangenheit verweigerst? Stefans Alkoholpegel hatte mittlerweile die Grenzen des guten Geschmacks deutlich überschritten. Was soll ich Lea in eurer Meinung nach verschwiegen haben? Im Gegensatz zu Stefan klang Rob sehr ruhig und besonnen. Na, dass du eigentlich eine Schwuchtel bist oder zumindest zu Schulzeiten auf Kerle gestanden hast. Wobei, Michael war ja kein Kerl. Er hat sich ja noch nicht einmal gewehrt, als wir ihn... Lea kam schneller zurück als gedacht, was ihn augenblicklich verstummen ließ. Die verräterische Ruhe, die entstanden war, zu überbrücken, fragte Maren. Sag mal, Lea, sind wir uns schon irgendwo begegnet? Du kommst mir so bekannt vor. Nein, nicht, dass ich wüsste.
Sie lächelte Rob an, der ihr einen Kuss auf die Stirn setzte und ihr dann über die Wange strich. Stefan stichelte. Ihr beide seid ja voll verknallt. Sie ist alles für mich. Alles, was ich mir je wünschte und alles, was ich brauche. Maren schluckte trocken, als Stefan ihre plötzlich aufkommenden romantischen Gedanken mit der Frage unterbrach. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Fast 2 Jahre. Rob warf jedem Einzelnen einen triumphierenden Blick zu, der selbst Stefan verstummen ließ. Lea ist Kinderbuchautorin. Vielleicht kennt ihr ja Charlotte innen drin. Sie ist in mehreren Sprachen übersetzt worden. Du bist Melora Miller? Aus Charlotte lese ich meinen Zwillingen vor dem Schlafengehen immer vor. Sie lieben es. Markus stimmte ihr zu. Ja, es ist grandios. Ich lese es meinen Kleinen auch immer vor. Hast du die Illustrationen selber gemacht? Es schien Lea peinlich zu sein, dass Rob ihr alter Ego als Autorin aufgedeckt hatte. Nein, das hat der Verlag in Auftrag gegeben. Sie sieht übrigens in jedem Land ein wenig anders aus, aber die Ideen dazu kamen von mir. Es ist das Buch, das ich mir als kleines Mädchen immer gewünscht hätte. Rob strahlte sie an, er schien vor Stolz fast zu platzen. Wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Fragte Maren ungeniert weiter. Sie war in der Schule schon immer die neugierigste von allen gewesen, aber in ihrer netten Art verpackte sie es so gut, dass ihr niemand böse sein konnte. Leas Verlag in London hatte mich engagiert, ihre Autorenfotos zu machen. Und da hat es gefunkt zwischen uns beiden. Jetzt sag nicht, du bist Fotograf geworden. Stefan verlieh seiner Stimme absichtlich einen sarkastischen Unterton, als er fortfuhr. Ah, verstehe. Scharfe Muggles, Orgien, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Rob sah ihn völlig ungerührt an. Ja, genau. Vogue, L, Sports Illustrated. Ich bin gerade erst von einem Shooting auf den Seychellen zurückgekommen. Na, Lea, hast du da nicht manchmal Angst um deinen Rob? Sie holte tief Luft und strich sich eine Strähne ihres rotblonden Haares hinters Ohr, das sich aus der Hochsteckfrisur gelöst hatte. Nein, sollte ich? Ihre völlig ruhig ausgesprochene Antwort, gepaart mit einem Blick aus ihren grünen Augen, brachte dann sogar den aufsässigen Stefan dazu, Ruhe zu geben. Und ihr wohnt nun wieder hier in Hamburg? Ja, seit Anfang des Jahres. Zuvor haben wir in London und dann in New York gewohnt. Ich freue mich so sehr für euch. Da hat das Schicksal endlich mal die Richtigen ausgesucht, um glücklich zu werden. Komm uns doch mal besuchen. Rob und ich würden uns sehr freuen. Bring deinen Mann und die Zwillinge gerne mit. Es schien ihr kein bisschen peinlich zu sein, dass sie zwar Maren, aber niemand von den anderen Anwesenden mit einer Einladung bedachte. Oh, das mache ich gern. Beeilte sich Maren zu antworten und sie tauschten ihre Handynummern aus. Wer zahlt? Fragte Rob in die Runde, worauf sich ein betretenes Schweigen einstellte. Das Herlin war eines der teuersten Restaurants in Hamburg. Stefanie sah zu Stefan, der jedoch nur mit den Schultern zuckte. Markus und Iris taten, als ob sie gar nichts mitbekommen hätten. Rob zückte seine Amex-Karte. Ich übernehme das, weil ich mich so freue, dass ich euch alle noch einmal sehe. Seine Mundwinkel zuckten und er warf jedem einen durchdringenden Blick zu, um dann lange bei Maren zu verweilen. Sie wurde knallrot und merkte, wie ihr eine Gänsehaut den Rücken entlang lief. Sie fragte sich, was genau er mit seiner Äußerung gemeint hatte, denn sein ironischer Unterton wollte so gar nicht recht zu ihm passen, der sonst immer so friedlich und ausgeglichen war. Wenig später löste sich die Runde nach und nach auf. Lea und Rob verließen das Lokal und gingen zu ihrem Auto. Eine nette Klassenkameradin hast du. Und die anderen? Ach Rob, keiner ist so nett wie du. Und du wirst keinen Jesus erleben wie mich. Ach, niemals. Sie grinste und besiegelte ihre Aussage mit einem Kuss. Als Maren am Abend Marie und Sophie ins Bett brachte, freute sie sich ganz besonders auf die Gute-Nacht-Lektüre. Stellt euch vor, ich habe heute Melora Miller kennengelernt, die Autorin eures Lieblingsbuches. Die Augen der Zwillinge leuchteten wie an Weihnachten. Ist sie nett? Wollte Marie wissen. Und sieht sie aus wie auf dem Foto in dem Buch? Sophie war völlig aufgeregt. Ja, sie ist nett. Und ja, sie sieht so aus wie auf dem Foto hinten auf dem Buch. Sie zeigte auf die Buchrückseite und stellte fest, dass Lea extrem fotogen war mit ihren hohen Wangenknochen und den vollen Lippen. Unter dem Foto stand Foto bei Rob Fischer.
So wie Lea sich als Autorin Melora Miller nannte, hatte Rob das C von Fischer fallen lassen, um seinem Namen einen kosmopolitischen Touch zu geben. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der ruhige, ja fast schon ein wenig spießige Rob ein gefeierter Modefotograf würde. Sie hatte nie geglaubt, dass er schwul war, auch wenn Andreas, Markus und Stefan das anders sahen. Sicherlich hatte Michael ihm nur leid getan, dass er zu ihm netter gewesen war als zu den anderen. Und Maren resümierte für sich: Ach, der arme Mike. Seine Eltern waren wirklich die Pest gewesen. Kein Wunder, dass er irgendwann nicht mehr konnte. Vielleicht ist Melora sogar noch ein wenig schöner als auf dem Foto. Sie hat irgendetwas ganz Besonderes an sich. Maren hatte mit den Mädchen, die gerade erst 7 geworden waren, schon immer offen geredet. Es gab keine Geheimnisse und sie fand es wichtig, ihnen bei Zeiten das freie Sprechen über Gefühle nahezubringen. Sie hat einen Schulfreund von mir geheiratet und so habe ich sie heute getroffen. Sie heißt übrigens gar nicht richtig Melora Miller, sondern Lea Fischer. Wieso das denn? Marie zog einen Flunsch und auch Sophie wirkte enttäuscht. Na ja, Melora Miller klingt vielleicht besser als Lea Fischer. Was meint ihr? Ja, mag sein, aber in Sophies Stimme schwang Hoffnung. Aber Charlotte innen drin, die gibt's doch wirklich, oder? Um die heile Kinderwelt ihrer Mädchen zu bewahren, schwindelte sie, als sie sagte: Ja, natürlich gibt es die. Sonst könnte ich euch doch nicht jeden Abend von ihr erzählen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Charlotte und Charlotte innen drin sitzen auf dem Sofa und... Ach ja, stimmt. Dadurch, dass Maren die Autorin nun persönlich kannte, bekam das Buch eine viel tiefere Bedeutung für sie. Mit Leas Gesicht vor Augen verlieh sie ihrer Stimme heute einen ganz besonders theatralischen Klang und begann vorzulesen. Du bist viel hübscher als ich, sagte Charlotte zu Charlotte innen drin. Als die beiden eingeschlafen waren, ging Maren ins Badezimmer, um sich das Gesicht zu waschen und fragte sich beim Blick in den Spiegel: Was würde ich meiner Charlotte innen drin wohl erzählen nach diesem Tag voller Aufregung und vor allem nach dem Tod von Andreas, meinem Andreas? Doch ihr Abbild über dem Becken blieb stumm. Kommst du ins Bett? Rief Frank aus dem Schlafzimmer. Ja, bin gleich bei dir. I'm not in love. Prompt kam mir wieder dieses Lied in den Sinn, mit dem das Unheil vor 12 Jahren seinen Lauf genommen hatte. Kaum hörbar, wisperte sie ihrem Spiegelbild zu. Tja, Andreas, nun bist du tot und ich muss mir keine Gedanken darum machen, ob ich dich noch liebe oder nicht. Wie gut, dass ihr Mann Frank nicht wusste, was damals wirklich passiert war. Kapitel 2. Als Maren am nächsten Morgen erwachte, fiel ihr Blick auf Frank. Sie hatte ihn schon immer um seinen tiefen Schlaf beneidet und fuhr ihm durch sein dichtes, hellbraunes Haar. Es war das erste Mal, dass sie am Morgen nicht als erstes an Andreas dachte, was sie erstaunlich fand. Aber anscheinend hatte der Umstand, dass Andreas nun tot in seinem Grab war, schneller Zugang in ihr Unterbewusstsein gefunden, als sie es sich auf der rationalen Ebene verarbeiten konnte. Ich liebe dich, flüsterte sie ihrem Mann zu, der langsam wach wurde und sie erstaunt anblickte. Das hast du schon lange nicht mehr gesagt. Seine Stimme klang noch rau und schlaftrunken. Andere Körperregionen indes waren wohl schon wacher als der Rest. Er rollte sich über sie, um sie leidenschaftlich zu küssen. Da er immer nackt schlief, geschah alles andere sehr schnell. Und Maren hätte lügen müssen, wenn sie sagen würde, es hätte ihr nicht gefallen. Ganz im Gegenteil, sie genoss den Sex mit ihm sogar außerordentlich und insgeheim hegte sie die Hoffnung, dass von nun an alles anders würde. Jetzt, wo die Gespenster der Vergangenheit begraben waren. Und das sogar wortwörtlich. Nachdem Frank zur Arbeit gefahren war, hatte Maren noch genug Zeit, sich an den Computer zu setzen und Rob und Lea genüsslich zu googeln. Ihre Neugierde ließ ihr einfach keine Ruhe. Als erstes suchte sie alles, was sie über ihren damaligen Klassenkameraden finden konnte, und staunte nicht schlecht. Rob war nicht irgendein Modefotograf. Nein, er war anscheinend der Bildkünstler der Stunde, Liebling aller großen Designer und mit mehreren Preisen ausgezeichnet. In der Online-Ausgabe eines amerikanischen Wirtschaftsmagazins las sie wie folgt: Rob Fischer zeigt, dass er in seiner erotisch fotografierten Werbekampagne begriffen hat, sinnliches Glück ist ein höherer Neidfaktor als Geld. Und genau dieses Geld
fließt dadurch auf das Konto seiner Auftraggeber, wie gerade erst für... Maren stutzte. Es war ihr Lieblingsdesigner, den sie sich jedoch nie im Leben leisten konnte. Sie las weiter. Was diesen im zweiten Halbjahr einen Umsatzplus von 15% bescherte. Maren hatte noch nie darüber nachgedacht, dass auch der Fotograf, der die Werbekampagnen aufs Bild bannte, am Erfolg eines Modehauses beteiligt war. Eine englische Zeitschrift für Fotografie lobte ihn für seine individuelle Handschrift, fernab des Massengeschmacks. Und doch schaffte er es immer wieder, dass die von ihm abgelichteten Produkte als eine Schierung des Epiphenomens letztendlich dann doch dazu werden. Marens Englisch war recht gut, aber dieser verquere Satz bereitete ihr dann doch Kopfzerbrechen. Aber eines wusste sie nun. Rob war hot shit. Nicht minder hot war das Foto, das darüber prangte. Rob in einer schwarzen Jeans und mit nacktem Oberkörper auf einem Sofa liegend. Photoshop hin oder her, aber er war wirklich ein Sahneschnittchen. Ach, glückliche Lea, murmelte Maren, um sich dann der Kinderbuchautorin zu widmen. Auch hier wurde sie mit Informationen überschüttet, denn Charlotte innen drin war ein internationaler Megaerfolg. Man merkt deutlich, las Maren dort, wie viel Spaß Melora Miller beim Schreiben ihrer Charlotte innen drin hatte. Das Buch ist absolut authentisch und lässt vermuten, dass die Autorin damit genau das Werk erschaffen hat, das sie sich als Kind immer gewünscht hatte. Maren überlegte. Genau das hatte Lea beim Essen nach Andreas Beerdigung gesagt. Interessant war, dass nirgendwo ihr bürgerlicher Name, sondern immer nur Melora Miller genannt wurde. Sie klickte sich durch einige Fotos, auf denen, die Rob von ihr gemacht hatte, sah sie aus wie eine ätherische Version der Schauspielerin Jessica Chastain. Ein Bild zeigte Lea und Rob auf einer Filmpremiere in Los Angeles. Er in einem blauen Smoking mit schwarzem Revers, sie in einem aquamarinblauen bis zum geht nicht mehr geschlitzten langen Abendkleid. In einem Klatschmagazin fand sie eine Homestory. Rob stand eng angeschmiegt hinter Lea, die in der Küche ihrer New Yorker Wohnung einen Salat zubereitete. Der Reporter goss es in seinem Text in die schöne Sentenz: Die beiden zusammen zu erleben ist, als würde man zwei BMW gleichzeitig fahren. Maren fand den Vergleich zwar etwas seltsam, und wenn man genau hinsah, merkte man, dass so viel Öffentlichkeit Lea gar nicht behagte. Doch zusammen mit Rob war sie stark. Die beiden waren wie füreinander geschaffen. Wärme und Liebe erfasste Marens Herz. Heute Morgen hatte sie endlich, nach vielen Jahren, damit angefangen, den Grundstein dafür zu legen, dass es mit Frank und ihr genauso würde. Nun, wo Andreas tot war. Ihr Andreas. I'm not in love. Nein, das bin ich tatsächlich nicht mehr. Und diesmal glaubte sie es sogar. Sie ging die Mädchen aufwecken, scheuchte sie ins Badezimmer, um sie anschließend zur Schule zu bringen. Sie hatte sie gerade dort abgesetzt, als ihr Handy klingelte. Hallo Maren, Lea hier. Hast du Lust auf einen Spaziergang am Elbstrand? Ich? Eigentlich wollte sie einkaufen fahren, aber zur Not könnte sie den Mädchen auch eine Pizza in den Ofen schieben. Ja, tolle Idee. Ich sitze eh gerade im Auto, sagen wir in einer Viertelstunde im Augustino. Oh, perfekt. Bis gleich. Ich freue mich. Maren freute sich ebenfalls. Auch wenn sie Lea gestern erst kennengelernt hatte, noch dazu unter solch unerfreulichen Umständen, so hatte sie die blasse Autorin doch auf Anhieb in ihr Herz geschlossen. Sie nahm sich vor, ein Selfie mit ihr zu machen. Marie und Sophie würden vor Begeisterung kreischen. Sie fand einen Parkplatz in der Nähe der Seniorenresidenz und ging die paar Schritte bis zum Elbstrand zu Fuß. Fast hätte sie Lea nicht erkannt, denn sie hatte gestern, so ganz in Schwarz und mit hochgesteckten Haaren, sehr streng gewirkt. Heute sah sie komplett anders aus. Ihre fast schulterlangen kupferblonden Haare, die sie heute offen trug, flatterten im Wind, und in ihrem petrolblauen Kleidung mit einem korallfarbenen Lippenstift sah sie frisch und vor allem sehr fröhlich aus, wie sie dort mit einem Hund tobte. Hol das Stückchen, Lucy, na los! Eigentlich musste man seinen Hund hier anleihen, doch um diese Uhrzeit war noch nicht so viel los wie an den Nachmittagen. Maren blieb einen Moment stehen und beobachtete, wie Lea mit ihrem Border Collie spielte. Rob hat es gut getroffen, dachte sie bei sich. Sie hat ihn immer sehr gemocht, jedoch nie den Mann in ihm gesehen. Allerdings hatte er früher auch nicht so gut ausgesehen wie heute. Er war zwar immer groß gewesen, aber eher schlaksig und mit einer unmöglichen Frisur.
Nun war er durchtrainiert und trug seine dunkelblonden, fast kinnlangen Haare modisch nach hinten. Eine Seite war in einem Undercut kurz rasiert. Hallo Maren, darf ich dir Lucy vorstellen? Lucy, sag unserer neuen Freundin guten Tag. Die Hündin setzte sich vor Maren in den Sand, betrachtete sie mit schräg gestelltem Kopf, um ihr dann die rechte Vorderpfote zum Gruß zu reichen. Oh, sie mag dich, prima. Na, das hätten wir ja dann auch geklärt. Aber Rob hat mir schon erzählt, dass du eine der Netten in der Schule warst. Unter uns, er. Er hatte sogar ein Auge auf dich geworfen. Auf mich? Echt jetzt? So sagte er, und wir lügen uns nie an. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ihr beide eine ganz besondere Verbindung habt. Ja, es hat viele Männer in meinem Leben gegeben, aber keinem habe ich so vertraut wie ihm. Ich würde ihn immer wieder heiraten. Komm, lass uns ein paar Schritte am Strand entlang gehen. Das glaube ich dir. Erzähl doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Zur gleichen Zeit, ebenfalls am Elbstrand, nur ein paar Meter weiter. Hi Stefan, alles gut bei dir? Hallo Markus, ja, soweit, so gut. Nach der gestrigen Beerdigung ihres Schulfreundes Andreas versuchten die beiden so schnell wie möglich wieder in den normalen Alltagstrott zurückzufinden und hatten sich zum Joggen entlang des Elbstrands verabredet. Da beide selbstständig waren, konnten sie sich den Tag frei einteilen. Markus war Unternehmensberater, Stefan Architekt. Es war ein schöner Tag im Mai und er bemerkte, wie Stefan genüsslich den Joggerinnen hinterherblickte. Du hattest ja gestern ganz schön getankt, Stefan. Na, aber heute scheinst du ja wieder in alter Form zu sein. Ja, ganz ehrlich, ich fand's zum Kotzen gestern. Wie meinst du das? Ja, dieses Herumreden um den heißen Brei, dass wir das bei Maren seit Jahren machen, ist eins. Aber dieser unerwartete Auftritt von Rob gestern, ich finde das schon extrem merkwürdig, dass er ausgerechnet jetzt, wo Andreas tot ist, wieder hier auftaucht. Und hast du seinen Blick gesehen, als es um Zahlen ging? Am liebsten hätte ich ihm eine reingehauen. Na, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber du hast recht, ich habe euch sparsam geguckt. Ich habe auch sparsam geguckt, als er gestern zu Andreas Beerdigung erschien. Wusstest du, dass er wieder in Hamburg ist? Nein, aber hast du dir mal Gedanken dazu gemacht, ob Andreas sich vielleicht gar nicht umgebracht hat, sondern... Du willst es doch nicht allen Ernstes andeuten, dass Rob etwas damit zu tun hat, oder? Ja, mag etwas weit hergeholt sein, aber mit Robs ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn... Außerdem war er der Einzige außer uns, meine ich, der sich an das erinnern kann, was damals passiert ist. Der konnte auch schon ahnen, dass er das Zeug direkt wieder auskotzt, wobei seine Frau, diese Lea... Die ist echt heiß, oder? Ein paar Mal habe ich gedacht, du wolltest sie... Flachlegen. Auf jeden Fall. Die steht auf meiner Liste ganz oben. Aber komm, gib zu, Lea hat was. Sie sieht zwar aus wie eine Heilige, aber ich kenne solche Weiber. Im Bett sind sie echt versaut. Meinst du, du hattest eine Chance bei ihr? Meinst du, du hättest eine Chance bei ihr? Ich hatte den Eindruck, sie ist total verknallt in Rob. Na, wer weiß. Ich habe gestern noch lange über das neue Traumpaar nachgedacht, aber wir beide wissen noch besser als alle anderen, dass Rob eine schwule Ader hat. Zumindest, wenn ich daran denke, wie er mit Michael... Stefan, bitte. Wir hatten uns doch geschworen, die alten Geister ruhen zu lassen. Michael ist seit 12 Jahren tot. Andreas hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen und wir beide sollten auch die Klappe halten. Mich wundert ja echt, dass Maren bis heute nicht dahinter gekommen ist. Vor allem, wo sie sonst so neugierig ist. Tja, wenn man vom Teufel spricht. Stefan zeigte ans Elbufer, wo Maren mit Lea stand und Stöckchen ins Wasser warf, dem ein Hund hinterher sprang. Los, komm! Die mach ich jetzt direkt mal klar. Stefans Grinsen war breit und vor allem siegessicher, als sie im leichten Trab auf Maren und Lea zuliefen. Hallo, die Damen. Begrüßte Markus die beiden Frauen. Während Maren und Lea noch völlig überrascht waren, nutzte Stefan den Moment und zog Lea in eine feste Umarmung. Lea, du siehst umwerfend aus heute. Oh, da sind ja Schneeweißchen und Rosenrot. Lea schob Stefan von sich fort und blickte mit einem breiten Lächeln von einem zum anderen. Und in der Tat waren der dunkelhaarige Markus und der semmelblonde Stefan die männliche Antwort auf die Grimmschen Märchenfiguren. Stefan setzte gerade an, seine Anmache fortzusetzen, da machte Lea ihn mit einem kurzen »Und, du bist wieder nüchtern, wie ich sehe« mundtot. Sie schien völlig ungerührt
und blickte Stefan herausfordernd an. Markus kicherte leise. Es kam nicht oft vor, dass Stefan eine Abfuhr bekam. Er war groß, immer braun gebrannt und hatte die blauesten Augen, die Markus je in einem Mann gesehen hatte. Und bislang hatte er noch keine Frau erlebt, die bei seinem Freund nicht schwach geworden wäre. Er betrachtete Lea nun etwas eingehender. Sie war auf eine edle Art und Weise schön. Einerseits wirkte sie sehr zerbrechlich, sodass man sie beschützen wollte, schaute sie einen jedoch mit ihrem durchdringenden Blick an, merkte man, dass sie eine innere Stärke hatte, wie man sie selten bei einer Frau findet. Ja, er konnte verstehen, warum Rob sich in sie verliebt hatte. Lea hat mir gerade erzählt, wie sie Rob kennengelernt hat, meinte Maren, die anscheinend mal wieder nichts von der Stimmung mitbekommen hatte. Wahrscheinlich kannte sie Stefan schon zu lange, um seine Anmachsprüche noch peinlich zu finden. Murmelte Stefan leise vor sich hin, und er wieder etwas Unbedachtes von sich geben konnte, beeilte Markus sich zu sagen, wir müssen dann mal weiter, macht's gut. Lea schaute den beiden hinterher und musste zugeben, dass sie extrem attraktiv waren. Zwei lustige Vögel. Ja, jeder auf seine Weise schon, aber beide zusammen sind manchmal einfach zu viel. Und als Andreas noch lebte... Sie verstummte abrupt. Sag mal, habt ihr euch in der Schule schon? Also, ich meine, wart ihr eine Clique? Ja, schon seit dem ersten Tag in der Grundschule. Markus, Stefan, Robert, Michael, Andreas und ich. Und nun stellte Lea ihr auch noch die Frage, von der Maren gehofft hatte, dass sie an diesem Tag nicht zur Sprache kam. Sag mal, was war denn eigentlich mit diesem Michael, der sich umgebracht hat? Ich habe bereits Rob danach gefragt, aber er meinte, er wolle nicht darüber reden. Nee, ich eigentlich auch nicht, aber trotzdem erzähle ich dir ein wenig über ihn. Mike, so habe ich ihn immer genannt, war ein echt netter Kerl. Immer lustig, immer ausgeglichen, obwohl er zu Hause nicht viel zu lachen hatte mit diesen schrecklichen Eltern und dieser Überschwester. Ich glaube, sie hieß Katharina. So eine ätzende Angeberin, der Liebling ihrer Eltern. Und Mike, naja, so fröhlich er auch immer wirkte, aber schaute man ihm in sein Engelsgesicht mit den blassblauen Augen und war sensibel genug, erkannte man, dass er von mehreren Dämonen beseelt war. Er konnte die Anforderungen seiner Eltern einfach nicht erfüllen. Wie meinst du das? Brachte er schlechte Noten mit nach Hause? Nein, ganz im Gegenteil. Seine Noten waren sehr gut. Aber nun, ich denke, er war schwul. Und das passte eben nicht in das bürgerliche Bilderbuchleben, das seine Eltern stets mit aller Gewalt aufrechterhalten wollten. Und deshalb hat er sich umgebracht? Also ich bitte dich, das dürfte doch heutzutage kein Thema sein. Also, es geht mich ja eigentlich auch gar nichts an. Ich dachte nur, naja, Rob erzählt halt sehr wenig oder genau genommen auch gar nichts über seine Schulzeit. Daher hätte ich es interessant gefunden, etwas mehr zu erfahren, was damals passiert ist. Naja, passiert ist eigentlich nichts. Aber ich kann dir verraten, dass Rob nichts mit Michaels Tod zu tun hat. Ganz im Gegenteil, die beiden haben sich immer sehr gut verstanden. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut? Ja. Naja, nun, Rob hat eine karitative Ader, ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Aber deshalb liebe ich ihn ja auch so, unter anderem. Ja, er ist ein feiner Kerl. Nach dem Abitur hatten sich unsere Wege ja leider getrennt. Aber als ich Michael an seinem Geburtstag Blumen auf sein Grab gelegt habe, ich glaube, es war 2 Jahre nach unserem Abitur, stand plötzlich Rob neben mir. Er hat geweint und ich nahm schweigend seine Hand in meine. So haben wir dann in Gedanken an unseren toten Klassenkameraden schweigend sehr lange dagestanden, gleich einer Mahnwache. Er war dann der Erste, der die Sprache wiederfand. Ich werde sie umbringen, brachte er durch zusammengebissene Zähne hervor. Wen wollte er umbringen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber nur einen... Jeden Einzelnen, der dafür verantwortlich ist. Von ihm bekommen. Hat Rob dir eigentlich mal von dieser merkwürdigen Klassenfete kurz vor unserem Abi erzählt? Nein, aber wie gesagt, Rob erzählt ja auch so gut wie nichts über eure Schulzeit. Daher war ich auch sehr gespannt, euch alle einmal kennenzulernen. Naja, bis auf Andreas natürlich, das geht ja nur nicht mehr. Und was sagst du zu uns? Wir sind eine komische Clique, oder? Gedanken verloren, blickte Lea zu Lucy, die vor ihr auf dem Boden lag. Dann schaute sie nach oben. Es war gerade so, als ob sich am Himmel über Hamburg etwas zusammenbrauen würde,
das nur sie sehen konnte. Nun ja, komisch würde ich vielleicht nicht sagen, aber... Du hast es auch gemerkt, nicht? Ich habe auch nicht zum ersten Mal gedacht, dass die anderen mir etwas verheimlichen wollen. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings auch. Und diese beiden Frauen, Iris und Stefanie, die gehen schon sehr vertraut miteinander um, oder? Du meinst? Ja, Partnertausch ist ja nur nichts Ungewöhnliches. Und diesem Stefan... Schneeweißchen, also echt, Lea, wie du den eben abgebügelt hast, ganz großes Kilo. Ja, der brauchte mal einen Dämpfer. Vielleicht haben sie aber auch eine Menage à quatre laufen, wer weiß. Dabei sieht Stefan aber doch extrem gut aus. Mag sein, aber seine Seele ist hässlich. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Er hat einfach viel zu viel von den falschen Hormonen. Ha, naja, wenn du mich fragst, ist das eine Unterscheidung ohne Unterschied. Wobei, hast du gesehen, wie vertraut Markus und Doro bei unserem Essen nach der Beerdigung miteinander umgegangen sind? Wie ihre Hand in seine genommen hat? Als sie vom Scheitern ihrer Ehe erzählte, also das war ja schon filmreif. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte aber, dass er sie vielleicht an diesem für sie so schweren Tag lediglich trösten wollte. Seine Iris hat es ja bestimmt auch gesehen, aber eine Reaktion konnte man ihr nicht ansehen. Doch wer weiß. Ja, wer weiß. Aber ehrlich gesagt wundert es mich, dass du so wenig über deine Freunde weißt. Es sind doch deine Freunde, oder? Naja, irgendwie schon, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weiß ich tatsächlich recht wenig über sie. Und das, obwohl wir fast Nachbarn sind. Du meinst, du weißt nur das, was sie nach außen hin zeigen? Sozusagen lediglich die Spitze des Eisbergs? Ja, und die vielleicht viel interessanteren, zwei Drittel unter der Wasseroberfläche, verbergen sie vor mir. In meiner Fantasie wären da die wildesten Paarkonstellationen möglich. Na, wie auch immer. Aber was war denn nun auf dieser merkwürdigen Klassenfete damals? Ja, also das war so. Die Eltern von Andreas waren im Skiurlaub und da hatte er die Idee, eine vorgezogene Abi-Abschlussfete zu feiern. War das die erste Klassenfete bei ihm? Wir waren oft bei Andreas, haben dort unsere Hausaufgaben zusammen gemacht. Rob hat uns allen in Mathe und Physik, erklärt. Ja, da ist er gut drin. War Michael auch immer dabei? Ja, der war froh, wenn er nicht bei seinen Eltern und seiner doofen Schwester sein musste. Zu Andreas Geburtstagen haben wir auch immer bei ihm gefeiert, aber nur unsere Clique unter sich. Die Fete, von der ich rede, fiel insofern aus dem Rahmen, da er ungefähr 20 Leute aus unserer Stufe eingeladen hatte. Was mich sehr wunderte, war Andreas Bitte, dass ich mich besonders hübsch machen sollte. Ich war ja immer schon mehr so der Rosentyp. Ja, und du scheinst Sneakers zu lieben. Du trugst sogar auf der Beerdigung welche. Fandest du das unpassend? Ach was, nein, sie waren ja auch schwarz. Stimmt. Nun, für die Party vor 12 Jahren hatte ich mir jedenfalls ein rotes Kleid und die passenden Pumps von meiner Mutter geliehen. Der Blick, den Andreas mir zuwarf, hat mich echt umgehauen. Wow, Maren, du siehst wahnsinnig scharf aus. Flüsterte er zu mir und ließ seine Hand in meinen Ausschnitt wandern. Es war das erste Mal, dass er mich anfasste. Bis dahin hatte er mich keines Blickes gewürdigt. Also, als Frau meine ich. Ich ließ ihn gewähren, es fühlte sich gut an. Du musst wissen, Andreas sah aus wie Adonis, höchstpersönlich. Alle Mädchen wollten mit ihm. Und der Ausdruck auf Doros Gesicht, als er mich streichelte, war Gold wert. Ich sagte ja schon, ich konnte sie früher nicht ausstehen. Ja, und dann hat Andreas mich auf eine der Matratzen, die auf dem Boden verteilt waren, gezogen. Er nahm meine Hand und legte sie auf seinen Schritt. Er war total hart und ich zuckte zurück, aber er hielt mich fest. Möchtest du meinen kleinen Freund heute Abend etwas näher kennenlernen? Fragte er mich und grinste breit. Ich war nicht unbedarft, was Jungs anging, hatte meine Brüder nackt gesehen und ihre Gespräche über Sex mitbekommen. Aber trotzdem wusste ich in dem Moment gar nicht, was ich auf Andreas' Frage erwidern sollte und sprang mir verwirrt als entrüstet auf. Plötzlich schien es, als ob Andreas eine Idee hatte, zumindest wechselte sein Gesichtsausdruck sehr auffallend und sein Blick wanderte durch den Partykeller. Als ob er nach jemandem Ausschau halten würde. Dann hat er mich zur Bar begleitet. Du bist heute meine Herzdame, hat er gemeint. Stefan und Markus haben schon die Drinks vorbereitet. Sei doch so lieb und verteil sie, ja? Was war mit Rob? Rob, ja, der hat sich immer zurückgehalten. Wir konnten ihn auch nie zu irgendwelchen Streichen überreden. Damals fand ich das doof. Heute bewundere ich ihn dafür. Ja, be you, be true, das ist unser Motto. Wir beide glauben an schlechtes Karma und dass man immer so sein sollte, wie man ist. Und dies in der bestmöglichen Variante. Ah, verstehe.
Aber lass mich weitererzählen. Andreas hat mir zwei Cocktails in die Hand gedrückt und gesagt... Schau, da hinten sitzen Rob und Micha. Die beiden sehen aus, als könnten sie etwas zu trinken vertragen. Ich habe mir dann auch einen davon genehmigt und mir die Tränen aus dem Gesicht gewischt. Dieser Zwischenfall hat mich damals total aus der Bahn geworfen. Dann habe ich Rob und Mike die Cocktails gebracht. Irgendwann wechselte die Musik. Vielleicht kennst du den alten Song von 10cc, I'm Not In Love. Was genau geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Andreas mit Markus und Stefan bei Michael gestanden hat und sie über irgendetwas sehr heftig in Streit geraten sind. Wurde es laut? Keine Ahnung. Die Musik übertönte alles. Ich kann mich erst wieder ab dem Moment an etwas erinnern, als ich am nächsten Morgen auf einer der Matratzen liegend wach wurde. Mir war kotzübel und alles drehte sich. Alkohol war ich nicht gewohnt. Hast du dir mal überlegt, dass Andreas euch allen etwas in die Drinks getan hatte? Du meinst Drogen? Ja, kann doch sein. Er scheint ja kein Kind von Traurigkeit gewesen zu sein. Warum sollte er das gemacht haben? Ja, keine Ahnung, Männer eben. Hattest du etwas an, als du am nächsten Morgen aufgewacht bist? Jetzt, da du es sagst, nein, bis auf meinen Slip war ich nackt. Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, ob und mit wem ich Sex hatte, aber... In diesem Moment wusste sie... was sie damals schon ahnte, aber nicht gewagt hatte, die grausame Wahrheit in ihr Bewusstsein zu lassen. Die Erkenntnis schlug bei ihr ein wie eine Faust in den Magen. Aha, sagte Lea. Na siehst du? Und wo waren Rob und Michael? Lagen sie auch irgendwo im Partykeller rum? Nein, die beiden waren schon gegangen. Vielleicht hatten sie nicht so viel wie wir getrunken. Ich weiß es aber nicht genau. Das Einzige, was ich seltsam fand, war, dass Mike dann am darauffolgenden Montag nicht zur Schule kam. Ich habe Rob nach ihm gefragt, aber er hat nur mit den Schultern gezuckt und zu unseren Hausaufgabenrunden erschienen alle beide nicht. Ich habe das aber auf den Streit bei der Party zurückgeführt. Ein paar Tage später war Mike dann wieder da, hat aber kein Wort mehr mit mir, mit uns gesprochen. Einmal nach der Schule habe ich es noch versucht, aber er hat mich so abgekanzelt, dass ich weinend nach Hause gegangen bin. So kannte ich Mike gar nicht und ein paar Tage nach unserem Abitur erfuhren wir dann, dass er sich umgebracht hatte. Du musst wissen, ich habe Mike sehr gemocht. Er hatte so etwas Reines und Unschuldiges an sich. Rob hatte mir mal zugeflüstert, dass seine Eltern ihn in eine Zwangstherapie gesteckt haben sollen. Wenn man bedenkt, wie mies sie ihn behandelt haben, war es schon erstaunlich, dass das... seinem Äußeren total abgeprallt war. In einem Film wäre er die Idealbesetzung für den Erzengel Gabriel gewesen. Lange Zeit habe ich mir keine Gedanken darum gemacht, was an dem Abend im Partykeller passiert ist, warum sie sich geschritten haben. Und auf Michaels Beerdigung habt ihr da die Geschehnisse nicht noch einmal aufgegriffen und... Es gab keine Beerdigung. Wie jetzt? Also, ja, vielleicht hat es einen gegeben, keine Ahnung, Ich habe von Michaels Tod erst aus dem Nachruf in der Zeitung erfahren. Da ich 2 Jahre zuvor bei der Beerdigung von Michaels Mutter dabei gewesen war, wusste ich, wo das Familiengrab ist. Und dann bin ich auf den Friedhof gegangen und habe den Grabstein gesehen, laut dessen Datum er sich kurz nach unserem Abitur umgebracht hat. Wie genau? Das haben seine Eltern nie kommuniziert. Ja, also ich bitte dich, findest du das nicht alles ein bisschen komisch? Keine Beerdigung, keine Angaben zur genauen Todesursache. Und nun ist Andreas unter mysteriösen Umständen gestorben. Aber ich dachte, Andreas hat sich selbst umgebracht. Ja, das ist das, was Doro uns, also euch erzählt hat. Oder vielleicht auch das, was die Polizei vermutet. Mein Bauchgefühl jedoch sagt mir, dass da etwas faul ist. Ja, ganz ehrlich, genau das war auch mein erster Gedanke. Ich meine, warum sollte Andreas sich umbringen? Er hatte doch alles, um ein glückliches Leben zu führen. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Wer weiß schon so genau, was hinter den Kulissen wirklich gespielt wird. Und wir wissen ja leider auch nicht, was genau Andreas Michael auf dieser Party angetan hat. Aber nach allem, was ich über Andreas gehört habe, war ja alles andere als nett. Und Michael hätte gute Gründe gehabt, ihn... Du meinst, Michael ist gar nicht tot? Stefan war bereits vor dem Wecker klingeln wach. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass ihm das je passiert war. Er hätte gestern Abend die Finger von Whisky und Tequila lassen sollen. Er kämpfte sich aus dem Bett. Im Badezimmer angekommen, sah er sich im Spiegel und schreckte zurück. Die letzten Tage hatten ihn um Jahre altern lassen und er stellte sich unter die heiße Dusche. Nur mit einem Handtuch um die Hüften, es war weiß und betonte die Bräune seiner Haut,
auf der die blonden Härchen auf seinem Bauch noch besser zur Geltung kamen, ging er in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. Im Vorbeigehen öffnete er das Tiefkühlfach des Kühlschranks und griff in eine Tüte, in der er einige Gramm Koks aufbewahrte. Nachdem er einen Zug davon durch die Nase genommen hatte, griff er zu seinem Handy und rief seine Schulfreundin Maren an. Hierzu. Hallo Maren, wie geht's dir? Stefan, bist du das? Du hast mich ja seit Ewigkeit nicht mehr angerufen. Ist was passiert? Passiert? Nein, aber gestern bei unserer Begegnung am Elbstrand habe ich mich Lea gegenüber benommen wie ein Arsch. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Daher wollte ich mich bei ihr entschuldigen. Sie wohnt in einem Penthouse in Blankenese. Ich schicke dir die Adresse per WhatsApp und Stefan? Ja? Auch wenn du, was Frauen anbelangt, echt das Letzte bist, ich mag dich. Pass auf dich auf. Was ich bei Lea jedoch bestimmt nicht machen werde. Dachte er bei sich. Er zog sich eine helle Leinenhose und ein blaues Hemd an. Ein letzter Blick in den Spiegel bestätigte, dass er nach der frischen Portion Koks wieder so unwiderstehlich wie immer aussah. Mit beschwingten Schritten ging er zu seinem Porsche und fuhr in Richtung Blankenese. Heute war der Tag, wo er seine Chancen bei Lea abschicken wollte. Egal, ob sie seinen Charme verfallen würde oder nicht, aber sie wäre die erste, bei der er nicht landete. Ihre Abfuhr vor 2 Tagen am Elbufer hatte ihn maßlos geärgert. Aber er vermutete, dass sie ihn nur reizen wollte, da sie ihn genauso anziehend fand wie umgekehrt. Er parkte direkt vor dem Haus, stieg aus und klingelte. Er wunderte sich, dass ihm direkt aufgedrückt wurde. Auf dem Weg nach oben hoffte er, dass er Lea alleine antreffen würde, aber Rob war ja eigentlich so gut wie immer unterwegs. Sicherlich fühlt sie sich oft einsam. Eine Lücke, die ich schnellstmöglich ausfüllen werde. Wortwörtlich. Als er sie oben angekommen in der Tür stehen sah, raubte es ihm fast den Atem. Sie trug ein flaschengrünes Seidenkleid, das ihre Figur wie eine metallene Flüssigkeit umschmeichelte. Stefan, komm doch rein. Ich hatte dich schon erwartet. Du? Mich? Ja, natürlich. Sicherlich hast du doch einen Spiegel zu Hause und weißt, wie du aussiehst, oder? Ich? Ja. Möchtest du etwas trinken? Whisky, Bourbon, ein Cocktail? Und wenn du meinst, es ist noch zu früh am Tag dafür. Glaube mir, du wirst ihn brauchen für das, was ich dir heute und hier bieten werde. Das Geheimnis dabei ist, dass man die Sahne nur ganz leicht schlägt, bis sie kurz davor ist, steif zu werden. Hier riecht es nach Sex in einer dunklen Gasse und nach irgendetwas mit einer Herznote von Ich will mehr. Lass uns auf unser Wohl anstoßen. Stefan erstarrte und spülte den Cocktail herunter. Genau in dem Moment, wo er das Glas wieder absetzte, griff Lea unter die Träger ihres Kleides und zog sie über die Schultern. Mit dem leisen Rascheln der Seide fiel es zu Boden und sie stand komplett nackt vor ihm. Ihre Haut war makellos, sehr hell und die honigfarbenen Sommersprossen verliehen ihr etwas Besonderes. Ihre Brüste hatten genau die richtige Größe und ein Blick auf ihre Schamhaare zeigte, dass sie tatsächlich von Natur aus rotblond war. Als sie seinen erregten Blick sah, trat sie ganz dicht an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr, alles deins, bedien dich. Stefan glaubte zu träumen, wenn da nicht der immense Druck in seiner Hose gewesen wäre, der ihm zeigte, dass das hier gerade tatsächlich passierte. Als er nach ihren Händen greifen wollte, meinte sie, halt still, ich mache von nun an alles. Und mit diesen Worten begann sie ihn auszuziehen. Es war das erste Mal, dass Stefan die Kontrolle abgab, sonst war er immer der Macher gewesen. Aber es gefiel ihm, sehr sogar, und so ließ er Lea gewähren. Zuerst knüpfte sie ihm das Hemd auf, langsam, Knopf für Knopf. Als sie es zu Boden fallen ließ, beugte sie sich zu seinen Brustwarzen und küsste sie, um dann daran zu saugen. Ja, fester. Du sollst ruhig sein. Dass sie nicht so sanft war, wie sie aussah, hatte Stefan sich schon gedacht, aber eine Domina? Er war total erregt. Lea griff an den Reißverschluss seiner Hose, zog ihn millimeterweise nach unten, wobei sie ihm fest in die Augen sah und sich wieder mit der Zunge über die Lippen fuhr. Dann zog sie ihm den Slip aus. Als er ganz nackt vor ihr stand, umfasste sie seinen Penis und ließ ihre Hand auf- und abwandern. Na, magst du das? Ich...
Ja, du kannst ruhig fester. Etwa so? Lea lachte und packte etwas härter zu. Dann kniete sie sich vor ihn und nahm sein Glied in den Mund. Ihre rotblonden Haare kitzelten ihn, was ihn total heiß machte. Oh ja, das ist geil, so mag ich. Den Rest bekam er nicht mehr mit, da ihm auf einmal ganz schwarz vor Augen wurde und er direkt vor Lea zu Boden sank. Tja, Schneeweißchen, man sollte nie etwas trinken, von dem man nicht genau weiß, was drin ist. Eine Stunde später fanden Touristen den nackten Stefan vor der Hamburger Elbphilharmonie liegend. Die Filme, die sie mit ihren Handys drehten, bekamen tausende von Likes auf YouTube. Marens Kopf glich einem Rathaus. Sie, die immer von grenzenloser Neugierde geplagt wurde, hatte einfach zu viele Informationen in den letzten Tagen bekommen, um daraus ein komplettes Puzzle zusammenzusetzen. Im Prinzip war mittlerweile jeder verdächtig, Andreas umgebracht zu haben. Ihre Gedanken wanderten zu Lea, die ihr von ihrem neuen Buch erzählt hatte. Diesmal kein Kinderbuch, sondern ein Krimi. Wie hatte Lea nochmal gleich gesagt? Es geht um eine Frau, die nach vielen Jahren der... Oh, das darf ich dir ja gar nicht erzählen. Ich habe eine Schweigeklausel bei meinem Verlag unterschrieben. Was war in ihrem neuen Werk so schlimm, dass Lea ihr nichts davon erzählen wollte? Gedanken verloren, blätterte sie durch eines der Charlotte Innenrinnenbücher, das noch auf dem Küchentisch lag und blieb am Impressum hängen. Hefelmann Verlag stand dort und irgendwie klingelte es gerade bei ihr. Genau, dort arbeitete ihre Freundin Isabel, die sie im Studium kennengelernt hatte als Lektorin. Ohne zu zögern, griff sie zum Telefon und rief sie an. Mit etwas Überredungskunst rückte Isabel mit der Sprache heraus. Leas neuer Krimi ist so ein blutrünstiger Rache-Thriller, der so gar nicht in unser Portfolio passt. Und wenn, dann nur unter einem anderen Pseudonym. Er ist so gut geschrieben, fast schon so gut, als hätte sie das alles selber erlebt. Das Manuskript trägt den Arbeitstitel Nymphobrainiac und der Hauptdarsteller ist ein solcher Nymphobrainiac, der auf der Suche nach einer Frau mit einem so hohen IQ ist, damit er den Orgasmus seines Lebens bekommt und die findet er in Sharon. Das Blöde ist nur, er selber ist mit einer sehr dummen Frau verheiratet, die er mehr und mehr verachtet und am Ende ist er tot. Er hängt im Keller an seinem eigenen Gürtel gefunden. In Marens Kopf ratterte es wie bei einer alten Nähmaschine. War Leas Geschichte fiktiv oder steckte sie tiefer drin, als sie befürchtet hatte? War Lea die Sharon aus dem Buch, die Sam alias Andreas mit ihrem Intellekt, von dem sie zweifelsfrei mehr hatte als die meisten anderen Frauen, die sie kannte, ins Bett gelockt hatte? Stefan hatte ihr am Morgen erst am Telefon erzählt. Andreas ist vor seinem Tod mehrfach mit einer attraktiven Frau gesehen worden. War das Lea gewesen? Wäre sie eines Mordes fähig und wenn ja, was hatte sie mit Andreas zu tun gehabt? Es gab keinerlei Berührungspunkte zwischen Lea und Andreas und da auch Rob keinen Kontakt mehr zu Andreas gehabt hatte, war es sehr unwahrscheinlich, dass sie ihren ehemaligen Klassenkameraden kannte, der nun tot war, an seinem eigenen Gürtel im Keller baumelnd aufgefunden, wie Sam, der Protagonist in Leas neuem Buch Nymphobrainiac. Maren wachte schweißgebadet auf und das unbestimmte Gefühl einer nahenden Katastrophe erfasste ihren Geist. Sie zählte eins und eins zusammen. Erschreckenderweise kam dabei drei heraus. Und heute müsste sie herausfinden, ob sie richtig gerechnet hatte. Doch trotzdem konnte sie es immer noch nicht so ganz glauben. Es war fast so, als ob sie sich und ihrer sonst untrüglichen Intuition misstrauen würde. Hatte sie wirklich alle Teilchen dieses komplizierten Puzzles richtig zusammengefügt? Hatte Lea etwas mit Andreas Tod zu tun? Um dies herauszufinden, musste sie etwas tun, von dem sie sich geschworen hatte, es noch nicht einmal ansatzweise zu denken. Die Geister, die schon so lange begraben lagen, wieder aufzuwecken. Und so fuhr Maren zu Lea. Der Himmel drückte bleigrau auf Hamburg herab, als Maren ins Auto stieg. Nachdem sie die Mädchen an der Schule abgesetzt hatte, brach sie ein heftiges Weinen aus. Sie war völlig aufgelöst und während sie weiterfuhr, schwebte sie durch die nackten Wände ihrer Erinnerung und ging all die Menschen durch, die ihr Leben bislang begleitet hatten. An
Andreas, Stefan, Markus, Rob, Doro und natürlich Michael. 7 minus 2 ergab, tja, und genau das war die Frage, die eben nicht so einfach zu beantworten war. Maren fuhr an den Seitenstreifen, da sie am Ende ihrer Kräfte war. Weinend vergrub sie ihr Gesicht in den Händen. Sie spürte, wie der Boden unter ihren Füßen nachzugeben drohte. Alles, was sie für selbstverständlich gehalten hatte, schien plötzlich in seinen Grundfesten erschüttert zu sein. Tränen brannten hinter ihren Lidern, denn auch wenn sie Michael jedes Jahr an seinem Geburtstag einen Blumenstrauß aufs Grab legte, das Unrecht von damals konnte das nie wieder gut machen. Sie hörte, wie ihr rasender Puls in den Ohren widerhallte. Viel schlimmer wog jedoch die Schuld, die Maren seitdem in ihrem Herzen immer mit sich trug, und die verzweifelte Gewissheit, dass sie sich nie bei Michael hatte entschuldigen können. Mitläuferin, ich bin eine verdammte Mitläuferin und damit genauso schuldig an allem, was wie Andreas, Stefan und Markus. Plötzlich klingelte ihr Handy, das Display verriet, dass es Markus war. Hallo Markus, ist was passiert? Allerdings ist was passiert. Stefan ist gestern splitternackt und ohnmächtig vor der Elf-Labonie gefunden worden. Maren wäre fast an den nächsten Baum gefahren. Wieso legt er sich nackt vor die Elf-Labonie? Ja, wenn ich das mal wüsste. Er ist jetzt im Krankenhaus. Stefanie hat mich informiert. Ich bin den ersten Abend sofort zu ihm gefahren. Sie haben einen netten Drogencocktail in seinem Blut gefunden. Und er redet nur wirres Zeug. Doch wenn ich ihm glauben soll, dann hat Lea ihm etwas in den Trink getan. Nun, was genau sie getan hat, wissen wir noch nicht. Da er immer wieder wegdriftet. Lea? Warum sollte sie... Maren stockte. Markus hatte wahrscheinlich recht. Denn das, was sie sich im Verlauf dieses Morgens zusammengereimt hatte, stimmte, hätte Lea allen Grund gehabt, solche Spielchen mit Stefan zu treiben. Wo bist du? Auf dem Weg zu Lea. Spinnst du? Du kannst doch nicht, dich doch nicht mit der Mörderin von Andreas treffen. Stefan hat noch einmal Glück gehabt. Warum sie ihn an Leben gelassen hat, wissen die Götter. Aber du... Mit einer krankhaften Neugierde muss der mal wieder... Tut mir leid, Markus. Erstens wissen wir ja noch gar nicht, ob Lea etwas mit Andreas Tod zu tun hat. Und zweitens muss ich zu ihr, um herauszufinden, ob das, was ich vermute, wirklich stimmt. Und jetzt entschuldige mich bitte. Mit diesen Worten beendete sie das Telefonat. Als sie vor Robs und Leas Wohnung aus dem Auto stieg, merkte sie, dass ihr Speiübel war. Als ihr Finger über den Klingelknopf schwebte, fragte sie sich, ob sie nicht lieber umkehren sollte. Zuerst noch einmal alles gedanklich zu sortieren, bevor sie hier Dinge lostrat, die nicht mehr rückgängig zu machen waren. Oder auch noch einmal Markus anrufen und ihn um Verstärkung bitten. Ach, verflucht, was soll's, ich muss es jetzt wissen. Wenige Augenblicke später öffnete Lea ihr die Tür. Man sah, dass sie nicht auf Besuch vorbereitet war. Ihr Gesicht war völlig ungeschminkt, sie war blass wie die Wand, ihre Wimpern ungetuscht, farblos blond und ihre Sommersprossen, sonst immer sorgfältig von Make-up verdeckt, traten stark hervor. Das Interessanteste jedoch waren Leas Pupillen, die heute Morgen nicht grün, sondern blassblau waren. Maren war sich nun ziemlich sicher, dass sie mit ihrer Vermutung richtig lag, zumal Lea sie gerade anschaute, als wäre sie eine Erscheinung aus der Apokalypse. Maren! Waren wir verabredet? Nein, waren wir nicht. Bitte entschuldige mein unangemeldetes Erscheinen, aber nun, ich muss etwas mit dir besprechen. Ja bitte, komm doch rein. Rob ist noch unterwegs, er war für einen Auftrag in Florenz, er ist aber schon vom Flughafen unterwegs hierher. Maren wurde unruhig, Rob durfte auf gar keinen Fall dabei sein bei dem, was sie nun machen würde. Sie holte tief Luft und rief... Alexa, spiel I'm Not in Love von 10cc. Doch. Es tat sich nichts. Mist, Marens so schön zurechtgelegter Plan fiel und stand damit, dass Lea eine Alexa hatte. Aber so modern wie die Wohnung eingerichtet war, hätte es Maren sehr gewundert, wenn dem nicht so wäre. Vielleicht hat sie ja einen in der Küche, fiel ihr ein, und sie ging ein paar Schritte weiter, um in Richtung der Pantry ihren Befehl erneut zu rufen. Alexa, spiel I'm Not in Love von 10cc. Bereits als die ersten Synthesizer-Klänge des Megahits von 1975 ertönten, sammelten sich Tränen in Leas Augen. Mach das aus, mach das sofort aus!
Tränen ließen ihre Lider anschwellen und es schien, dass das Feuerwerk in ihrem Kopf von einer verblichenen Erinnerung unterbrochen wurde, die sie jedoch erst nach und nach zu fassen bekam. Sie schaute durch Maren hindurch und ihr Blick stellte sich auf unendlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nur so feststellen, ob meine Vermutung stimmt oder nicht. Du bist, ich meine, du warst Michael, richtig? Lea starrte sie mit ihren blassblauen Augen an, genau wie in jener Nacht, als Andreas ihrer aller Leben zu den Klängen dieses verfluchten Liedes für immer auf die falsche Bahn gebracht hatte. Dieser Bitte-Hilf-mir-Blick hatte Maren jahrelang in ihren Träumen verfolgt. Und ihm jetzt wieder zu begegnen, ließ sie für einen Moment glauben, sie wäre erneut mitten in einem solchen nächtlichen Szenario gefangen. Alexa, aus! Es war Robs Stimme, die durch das Wohnzimmer tönte, und er eilte herbei, um seine Frau in den Arm zu nehmen. Was fällt dir ein, Lea diesen verfickten Song vorzuspielen? Sieh nur, was du ihr angerichtet hast. Maren war erstaunt, wie laut und aufbrausend der sonst so ruhige und besonnene Rob auf einmal war. Doch nun lief er erst richtig zur Hochform auf. Mach, dass du rauskommst. Du bist doch an dem ganzen Unglück mehr schuld als alle anderen. Auch wenn es schon so lange zurückliegt. Eine Mitläuferin, die alles für ihren ach so tollen und heißgeliebten Andreas getan hätte. Und das hast du dann ja auch. Ne? Schämen solltest du dich. Du hast ein Leben zerstört. Es stimmt also. Lea ist... Er holte tief Luft. Für einen Moment dachte Maren, er würde sie schlagen. Dann sank er plötzlich in sich zusammen. Setz dich. Michael, Michaela, Ela, Lea, ich hätte es wissen müssen. Wissen? Du weißt nichts. Du weißt rein gar nichts. Du hast wirklich keine Ahnung, was damals wirklich passiert ist. Stimmt's? Leas Stimme war leise, aber sie zitterte nicht mehr. Sie strich sich die Tränen aus dem Gesicht und nahm einen großen Schluck Wasser. Tja, Maren, alles, was dein Leben ausgemacht hat in den letzten 12 Jahren, das waren alles Lügen. Dein ach so tolles Leben hinter der bürgerlichen Hochglanzfassade, aber auch das von Markus und Stefan, ganz besonders das von Andreas, alles Lug und Trug, eine Existenz wie auf Sand gebaut. Rob nickte Lea kaum merklich zu. Sie straffte sich, so als ob sie sich wappnen würde dafür, nun den Geistern ihrer Vergangenheit zu begegnen. Dann begann sie zu erzählen. Ja, und was sie erzählt, das schauen wir uns jetzt mal an. Meine Eltern haben mich weder geliebt noch anerkannt. Sie betrachteten mich als, ja, als was eigentlich? Als Fremdkörper, eine Art Alien oder auch etwas, das nicht ganz normal ist. Oft hörte ich meine Mutter zu meinem Vater sagen. Unser Michael ist anders. Mein Sohn, was möchtest du später eigentlich mal machen? Ich möchte die große, weite Welt sehen. Warum hat Gott mich mit so einem Sohn gestraft? Warum kannst du nicht einfach nur normal sein? Normal. Dieses Wort hing mir so dermaßen zum Halse raus. Denn wenn das, was sich alltäglich bei uns zu Hause abspielte, normal war, dann wollte ich auf keinen Fall normal werden. Mein Schulfreund Rob war der Einzige, der hinter meinen mit viel Willenskraft verborgenen Kummer blickte. Sag mal, was ist eigentlich bei euch zu Hause los? Wie meinst du das? Na, du wirkst oft so niedergeschlagen. Du tauchst im Laufe des Tages auf, um dann wieder traurig zu werden, wenn du nach Hause gehen musst. Sagen wir mal so, mein Vater möchte mir klar machen, dass sein heiliger Jesus Christus ganz persönlich für mich am Kreuz gestorben ist. Dank Rob war diese Zeit damals erträglich für mich. Zumindest so lange, bis wir dann alle nach und nach in die Pubertät kamen. Die Mädchen fingen an, den Jungs nachzusehen. Die Jungs pfiffen den Mädchen hinterher. Doch ich hatte so gar kein Interesse. Für mich bedeutete es, verwirrt zu sein. Jetzt lass doch die genomischen Formeln mal beiseite. Ich...
Jetzt sag nicht, dass du nicht gewusst hast, dass ich auf dich stehe. Nein, also ehrlich, habe ich da nicht dran gedacht. Ja, dann weißt du es eben jetzt. Michael, ich liebe dich. Und das schon seit der 9. Klasse. Wenn du tief in dich gehst, dann weißt du doch, dass da auch was ist. Wir haben jetzt endlich Gelegenheit, das auszuleben. Wie ein Blitz durchfuhr mich die Erkenntnis. Ich wollte diesen Jungen. Mit jeder Faser meines Seins wollte ich ihn. Aber nicht so, wie ich damals war. Nein, ich wollte eine Frau sein und er sollte meinen Körper erkunden. Mich küssen, mich streicheln. Ja, mich vielleicht sogar lieben. Wenn du tief in dich gehst, dann weißt du doch auch, dass da was ist. Wir können es jetzt endlich ausleben. Ja, also, Andreas, hör zu, du hast den schönsten Körper, den ich je gesehen habe, und du... Den Rest des Satzes schluckte ich herunter. Mein Geständnis, und was? Dass ich transsexuell war, das wollte ich dann doch lieber für mich behalten. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Und genau in diesem Moment brach ich zusammen. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo oben und unten war. Nur eines wusste ich mit Bestimmtheit. Ich würde nie, nie mit einem Mann zusammen sein können, solange ich selber noch einer war. Komm doch mit zur Klassenfete bei Andreas. Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir nochmal alle beisammen sind, ehe wir studieren. Keine Lust. Ach, komm schon. Gib dir einen Stoß. Was ist denn los mit dir? Ich erkenne dich seit Wochen nicht mehr wieder. Wer ist auf der Party, dem du nicht begegnen möchtest? Es ist so offensichtlich. Es ist Andreas, dem ich nicht außerhalb von der Schule begegnen möchte. Dann machen wir einen Deal. Du kommst mit auf die Party und ich bleibe die ganze Zeit über bei dir. Und passe auf, dass Andreas dir nicht zu nahe kommt. Ich bin nicht blöd und weiß, was er von dir will. Abgemacht? Okay, abgemacht. Und damit hatte ich eine Entscheidung getroffen, die mein Leben in den Grundfesten erschüttern würde. Micha, was haben sie dir angetan? Was haben sie dir angetan? Micha. Micha. Dann war es still und plötzlich hörte alles auf. Die Musik, der Schmerz, Andreas Geschrei. Ich wachte erst wieder im Krankenhaus auf. Rob saß an meinem Bett. In all den Tagen kam mich niemand von meiner Familie besuchen. Doch als ich nach einer Woche wieder nach Hause kam, drehte sich plötzlich alles um mich. Jedoch völlig anders als erwartet. Na, das hat mein Sohn ja ganz wunderbar hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich wirklich schämen für dich und... Andreas... Halt dein Maul. Ich will deine Lügen nicht hören. Sei froh, dass seine Eltern keine Anzeige erstatten. Du sollst dich auf dieser Party aufgeführt haben wie eine zugedröhnte Straßenhure. Verführt mein Herr Sohn den Sohn des Generaldirektors? Also ich muss schon sagen, du hast dir schon immer viel Unsinn einfallen lassen. Aber das hier... Schlägt ihm fast wirklich den Bogen aus. Zu gern hätte ich mich verteidigt, doch ich wusste, ich bewegte mich auf ganz dünnem Eis. Als ich mein Spiegelbild betrachtete, zuckte ich zurück. Der stechende Schmerz, die Pein in meinen Augen erzählten von der Tragödie tief in meiner Seele. Das war nicht mehr ich. So wollte ich nicht weiterleben. Nein, so konnte ich nicht weiterleben. Was niemand ahnte, schon seit Wochen hatte ich meine Flucht akribisch vorbereitet. Nach der Schule hatte ich im Lager eines großen Baumarktes gejobbt und das dabei verdiente Geld in einem Dauerschließfach am Bahnhof hinterlegt. Am nächsten Morgen holte ich meine Sachen aus dem Schließfach am Bahnhof, stieg in den Zug nach Berlin, suchte meinen Platz und atmete tief durch.
haben wir den ganzen Konten abgeräumt. Mit den knapp 12.000 Euro, die ich meinem Vater mehr oder weniger gestohlen hatte, konnte ich erst einmal entspannt durchatmen. Nun musste ich nur noch ein Problem lösen. Ich brauchte einen Psychotherapeuten. Frau Dr. Gisela Walden sollte mir nun zu einem Gutachten verhelfen, aufgrund dessen mir die Krankenkasse grünes Licht für meine geschlechtsangleichende Operation geben würde. Da ich noch keine Hormone nahm, hatte ich auch keine Brüste. Also zog ich meine Jeansjacke drüber, um diesen Mangel zu verdecken. Frau Dr. Walden hatte mich zu einem Gutachter nach Frankfurt geschickt. Eigentlich war ich guter Dinge. Doch dann... Man wird es immer sehen, dass Sie eigentlich ein Mann sind. Man wird es auch immer an Ihrer Stimme hören. Vielleicht sollten Sie sich das alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen mit Ihrer Transition. Entschuldigung. Ich lebe seit einem Dreivierteljahr als Frau. Studiere Naturwissenschaften in Berlin als Frau. Ich verdiene mein Geld in einer als Frau. Ich verstehe nicht, was Sie sonst noch von mir verlangen. Verlangen? Ich verlange gar nichts von Ihnen. Ich stelle nur ganz sachlich fest, dass ich es nicht als gegeben sehe, Sie in der Rolle als Frau zu bestätigen. Und da ich die Fachfrau bin, müssen Sie das wohl so hinnehmen. Am nächsten Morgen rief mich Frau Dr. Walden an, dass Frau Dr. Trigusch mich zu 100% als transident eingestuft und der Krankenkasse grünes Licht für meine Operation gegeben hatte. Guten Morgen, mein Name ist Schwester Charlotte. Wie geht es Ihnen? Ich dachte, du müsstest ein Buch schreiben, in dem die Hauptdarstellerin bereits als Kind mit ihrem inneren Kind kommuniziert. Und so begann ich, meine Ideen zu Charlotte innen drin niederzuschreiben. Mein Kinderbuch Charlotte innen drin wurde ein Erfolg in Deutschland und anschließend auch in andere Länder verkauft. Als ich es in Melbourne vorstellte, traf ich dort völlig unerwartet meine Schwester Katharina wieder. Du hast dich sicher immer gefragt, warum ich Papas Liebling war. Und das war ich tatsächlich. Aber in einer Art und Weise, die ich gerne verzichtet hätte. Das ging los, als ich mit 12 in die Pubertät kam. Anfänglich habe ich wirklich noch geglaubt, dass es ein Zeichen von Liebe ist. Aber es tat jedes Mal aufs Neue weh. Der Sternenhimmel über Melbourne schien in diesem Moment auf mich herabzustürzen. Meine Kindheit bekam plötzlich eine ganz andere Dimension. Jahrelang hatte mein Vater mir einreden wollen, ich käme direkt aus der Hölle. Doch er war noch viel, viel schlimmer. Als ich aus Australien zurückkehrte, musste ich auch direkt schon wieder los. Der Verlag in London hatte einen Fotografen gebucht, der Autorenporträts von mir machen sollte. Als ich ihn mir näher anschaute, merkte ich, dass ich ihn von irgendwoher kannte. Dieser Mann war Rob, mein bester Freund Rob, der mich damals auf der Klassenfete gerettet, mich herausgetragen und ins Krankenhaus gebracht hatte. Sind deine Augen wirklich so grün? Mein Blick blieb wie unter Zwang an seinem Gesicht hängen und die Welt um mich herum versank in Zeitlupe. Hallo? Kathi hier. Kathi, was für eine Überraschung. Ist was passiert? Papa hatte einen Herzinfarkt und liegt im Krankenhaus. Bist du nicht gerade in Deutschland? Ja, aber... Ich weiß, was er mit dir, was er mit uns gemacht hat. Aber er ist immer noch unser Vater. Und außerdem... Okay, ich fahre hin. Danke, prima. Tschüss. Mach's gut, ciao. Hallo, Mama. Michael, du... Was fällt dir ein, einfach wieder so in unser Leben zu treten, ohne dass wir dich eingeladen haben? Du bist auch schuld daran, dass dein Vater seit Jahren schon so krank ist. Und außerdem bist du... tot? Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich bin alles andere als tot. Du bist doch krank. Aber das warst du ja immer schon. Und deshalb... bist du für uns gestorben.
Raus! Mach, dass du hier rauskommst! Hallo, Papa. Ich bin's. Deine Tochter. Ich habe nur eine Tochter. Das ist Katharina. Falsch. Du hast noch eine Tochter. Mich. Du hast immer nur das gesehen, was du sehen wolltest. Es tut mir leid. Ich konnte damals nicht anders handeln. Ich bin jetzt mit Rob verheiratet. Dein Klassenkamerad. Er sah gut auf dich. Auch. Papa ist tot? Das kommt, weil du Papa so aufgeregt hast in letzter Zeit. Aber das konntest du ja früher schon gut. Es musste sich immer alles um dich und um deine Flausen drehen. Ich hätte dich am liebsten... Ich hätte dich niemals zur Welt bringen sollen, du kranker, undankbarer! Es ist eine Schande, dich zu kennen! In diesem Moment nahm ich mir vor, ich wollte sie nie wieder sehen, diese Frau, die niemals eine Mutter für mich gewesen war. Ich flog anschließend wieder zu Rob. Mehr denn je war er mein Rettungsanker und mein Fels in der Brandung. Hamburg. Hier hatte ich nie wieder hingewollt. Vielleicht sollte alles so kommen, damit ich endlich mit den Dämonen meiner Vergangenheit abschließen konnte. Als ich so durch die Stadt flanierte, traf ich in einem Café zufällig auf meinen Peiniger Andreas. Es war so überfüllt, dass nur noch ein Platz neben ihm frei war. Ich wollte herausfinden, ob er mich als Frau wiedererkennen würde, und nahm kurzerhand neben ihm Platz. Nach wenigen Augenblicken fragte er mich allen Ernstes, ob ich mit zu ihm nach Hause kommen wollte. Doch was mich dort erwartete, konnte ich noch nicht einmal ansatzweise erahnen.